Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Feed the Beast Unleashed. So, wir futtern erstmal, dann packen wir den ganzen Kram, der hier mit was zu tun hat, hier rein. Hättest du eigentlich nicht. Cobblestone vielleicht noch. Gravel? Wieso habe ich Gravel hier drin? Damit ich Kabel draus mache? Ich glaube schon. So, dann gehen wir zum nächsten Raum, und zwar hier. Packen den Schatz rein. Die ganzen Dinger hier einfach mal. Das. Und jetzt gehen wir und machen das endlich. Alles fertig. Ja, das hier ist noch nicht fertig. Weil wir nicht da waren, glaube ich mal. Das Rubber aber schon, ja. Das ist unlogisch. Und damit der Zombie ja nicht nervt jetzt. Und die ganzen Viecher. Einfach mal so. Dann lassen die uns in Ruhe. Kohldust. Ein bisschen Kohldust noch. Dann haben wir schon mal das hier. So. Wir brauchen dann Kupfer. Ja, das wird jetzt wieder Jahre dauern. Den Diamanten. Und den Gold. Können wir jetzt hier auch Eisen machen. Und zwar direkt ein Stack. So, Öfen. So, ich will erstmal gucken, wie man das macht. Aus Gravel kann man Erde machen. Und aus Erde kann man Cobblestone machen. Oh, der Minimumstein geht aber der bis gleich kaputt so. .335, 331, WTF. Wie viele Scherben habe ich noch? Den will ich lieber für wichtigere Sachen dann einsetzen. Ah, hier sind noch mal 7 und oben ist noch eine. Ja, kann mir dann egal sein. Ich mache ihn dann kaputt, damit ich direkt einen frischen habe. Dafür brauche ich 4 Cleanstone. Oder? Ja, ein Gold und 4 Eisen. Hier habe ich ihn reingepackt. Da. Das reicht aber erstmal. Ja. Also Cobblestone sollten wir genug haben. So, oh. Jetzt gucken wir mal, wie man bei Solar Panels Dingsen hier macht. Und zwar brauchen wir dann 48 von denen. Also 48 Iron Furnaces. Also 48 Furnace normal und 48 von denen hier. Dann. Also 48 normale Öfen erstmal. Das ist ja übel. .348 normale Öfen. Ah, wir haben Kohldust fertig. So kann dann das Gold weitermachen. Oder? Ich glaube schon. Und aus den Dingern hier. Wow, das ist ja teuer. Das wird teuer. So. Dann gucke ich mal, wie die anderen Dinger gehen. Electronic Circuits, und zwar 2 Fours. Oder ein Refined Iron. Aber hier bekommt man 2 direkt. Und das ist dann keine so große Verschwendung von Copper. Force Ingots. 2 Eisen. Oder 2 Gold. Was? Recipe. Oh, aus 2 Gold kann man 3 machen. Oder 2 Bronze oder 2 Refined Iron. Ah, ich habe noch 2 Refined Iron. Ja, beziehungsweise halt. Gucke ich mir das mal an. Bekommt man 3 raus, aber.
ansonsten auch nicht die Veränderung. Oh, Redstone brauchen wir schon. Und zwar 2 Stacks. Das ist ja jetzt voll lustig, wenn ich nicht genug habe. Ja. Habe ich aber. Und ich muss nicht Eisen verschwenden, ich kann auch Silber machen. So, nehme ich mal einen halben Stack Silber. Wird daraus ein halber Stack. So. Gehen wir hier rein. Wieder. Dann haben wir schon mal das Gold. Gleich. Aus dem Gold mache ich aber nur Eisen. So. Redstone. Hier machen wir einfach mal das hier. Das hier. Jetzt noch Kupfer. Wie viel genau ich brauche, werde ich jetzt nicht ausrechnen. Ist mir zu viel. Ich brauche nun nochmal einen Ofen, glaube ich mal. Und so teuer sind die nun auch nicht, die Öfen. Generator. Und zwar einfach mal Furnace schreiben. Hier ist bestimmt nochmal ein Electric Furnace. Meserator. Brauche ich. Meserator. 2 Cobblestone, 3 Flinten, Maschinenblock und Electronic Circuit. Ja, dafür brauche ich aber auch erstmal einen Electronic Circuit. Und die Solar-Dinger sind ja gerade schon einigermaßen wichtiger. So, dann kommt das Kupfer rein. Mal schauen. Schafft das der Ofen? Ich glaube, der Ofen ist 2-mal schneller als der Meserator. Wieso, dass ihr das genau packt? Eisen. Hier ist Eisen. So, aus dem Gold. 4, 5, 6, 7, 8. Einfach mal nochmal ein Stack. Achtundvierzig. Ja, das wird nicht ausreichen. Hier nochmal 16. Wow. Ha. Ist nicht mehr so viel. Ha. Wie viel fehlt jetzt? Ein Viertel. 2/4 Stack. Ein halber Stack. Ein halber Stack fehlt noch. Aber Eisen brauche ich dann auch später. Dann kommt das Ganze rein. Kupfer. Süß. Ist ja voll süß, das Kupferchen. Es kriegt nichts hier. So. Nochmal ein Kupfer. Wäre die Engine ein bisschen schneller. Dann wäre es schon mal gut, aber die ist mir ein bisschen zu lang. So. Einfach mal so. So. W
Wer gut zählen kann, wird jetzt bestimmt schon gemerkt haben, dass das nicht ausreicht, aber ich glaube mal, das stimmt nicht, denn man bekommt ja zwei Electronic Circuits. Das ist so viel. Das ist so viel. Ich glaube, ich mach mal das ganze Kopf rein. Und ja, Leute, dann mache ich mal kurz einen Cut, bis das ganze Zeug hier fertig ist. Und hä? Wieso habe ich das herausgenommen? Und ja, dann bis gleich. Puh. So, Leute, das hat bestimmt eine Stunde gedauert, aber ich habe die Solarpanels endlich. Und ich hoffe mal, dass das richtig ist. Ja, es sind wirklich genauso viele, wie ich brauche. Dann brauche ich noch LV-Transformer jetzt. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, die jetzt zu machen. Es hat schon Stunden gedauert, Leute. Also wirklich Stunden. Deswegen gebe ich mir direkt diese hier. Die Medium. Beziehungsweise ein. Nee. Hä? Nee. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für Beweise kann ich euch das auch zeigen, also dass die Höhlen wirklich zerstört sind, sogar die voll weit weg sind. Jetzt brauchen wir noch ein MV. Recipe. Das hat so lange gedauert. Das war übel. Ja, also das hat sich schon hier alles wieder aufgefüllt. Das einzige Gecheatete war, dass ich mir ein paar Overclocker gegeben habe, damit es ein bisschen schneller geht, denn sonst hätte das bestimmt noch viel, viel, viel länger gedauert. Und ich glaube, der Timer ist kaputt oder so, also gucke ich mal, wie viel Zeit ich noch habe. So, 3 Minuten oder so im Dreh. Ja, dann machen wir uns diesen MV-Transformer. MV-Trans. Den hier, und zwar zwei davon. Ah, die gebe ich mir einfach auch jetzt. Denn das. Und das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. So ein extremes Ding craften. Und zwar brauchen wir einen Transformer. Für OR werde ich gleich zeigen. Oh. wartet mal. Ah, das war so übel. Könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Ich war auch Rubberbäume farmen und hier sind auch noch viel, viel mehr jetzt. Halt. Wieso der Regen so laut ist, wie dumm halt Mojang ist. Ich glaube, ich muss so rum machen, damit der große Output oben ist. Jetzt brauche ich ein Crafting Table. Ich glaube, dann ist es richtig. Ein Kabel oder nicht? Mal schauen. Das ist nur die zweite Folge, das ist ja übel. Das Kopfkabel. Ich weiß nicht, haltet das aus? Hält das Cover-Cable aus? Ich glaube nicht. Naja, können wir ja austesten. Nee. Hält es nicht aus. Ja, da müssen wir uns halt andere Kabel machen. Na, gar keine Kabel. Warte, habe ich Glas? Nee, das ist ja alles leer gewesen. Wo ist der? Da. Ja, dann packe ich ihn einfach mal oben hin. Ja.
Der bringt aber gerade nichts. Das ist das Dumme. Der ist aber schon gut. Also, ich glaube mal, dass er jetzt ausreicht. Wie viel Output hat er eigentlich? Weiß ich nicht. Also, das ist, glaube ich, besser als ein Nuklearreaktor gerade. Also haben wir das Schlimmste hinter uns. Also Energieprobleme, niemals. Haben wir jetzt niemals. Außer es ist nachts. Aber ich kann dann halt Times a Day oder so machen. Und ja, dann werden wir halt die Query anmachen. Nächste Folge. Aber für was brauchen wir denn eine Query? Werdet ihr sehen. Ich glaube, im Wasser mache ich das. Dann machen wir uns halt einigermaßen viele Truhen. Und wir stellen die Query. Irgendwohin halt. Die muss nicht zu groß sein. Deswegen benutze ich auch kein Programm oder so. Ich werde es selber ausrechnen. Oder ich mache einfach die kleine erstmal. Die große, ich weiß nicht. Aber was für Energie werde ich denn hier haben? Ich glaube, ich werde mich einfach ganz aufladen. Scheiße. Lol. Seht ihr das? Okay, ich starte mal kurz neu oder so. Ich gehe kurz ins Menü. Nochmal rein. Was war das jetzt? Oh. Ich weiß, was los ist. Hier ist ein bisschen was explodiert. Beziehungsweise nur die Bedbox. Denn wir brauchen kein MV-Transformer, sondern ein LV. Ich denke auch gar nicht drüber nach. Kein Plan. Hä? Ja, also, dann war es das mit dieser Folge, Leute. Ich guck mal, ob das dann noch klappt. Sonst wäre das ja jetzt der beste Scheiße. Was ist denn hier passiert? Also dann, hä? Wenn ich so mache, kann ich das schließen. Kein Plan. Also, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.